Mahlzeit. Ich war euch noch ein Video schuldig von meinem letzten Trabant-Video, wo die Kiste eigentlich tankt. Und das wollte ich mal eben nachholen. Also hier ist ein Tankdeckel, Tankentlüftung. Hat er auch. Wenn die mal dicht ist, kann sein, dass die Karre deswegen nicht läuft. Habe ich schon mal gehabt. So, erstmal gucken wir, was haben wir denn im Tank? Peilstab. Habe ich ja schon mal gezeigt, aber nix. 2 Liter. Bin auch auf dem Weg zur Arbeit liegen geblieben, kein Wunder. Ja. Das ist eine Tankstelle. Ich denke mal, den Rest könnt ihr euch denken, was ich jetzt mache. Aber ich fülle es trotzdem mal. Tank von dem Auto fast genau 26 Liter. Niemals ganz voll tanken, sonst habt ihr ein Problem. Ja, es ist ein Zweitakter. Ich habe extra drauf geschrieben, 1 zu 50, was mein anderer Mensch diese Kiste fährt, was eigentlich nicht vorkommt. Ich habe natürlich jetzt nur Sprit drin. Ja, was brauche ich? Das Zeug hier. Das ist meine Ölkiste. Wenn man Zweitaktöl hat, spenden wir mich. Schönes, gutes, billiges, übrigens auch von anderen Leuten gespendetes Öl. Dann haben wir noch mal ein Mischgefäß, das muss ich mal eben aufdrehen. Das stellen wir da mal neben. So, und jetzt kommt das 21. Jahrhundert. Der moderne Trabi-Fahrer, der nicht Kopf rechnen will, guckt, wie viel er getankt hat. 21 Liter. Gut. Dann haben wir hier so eine App, eine Zweitakt-App, das ist jetzt Logo, seht ihr vielleicht, die ist umsonst. 21,33, fast ungefähr, da brauchen wir 427 Milliliter, also 430 Milliliter. Ein bisschen aufrunden, so viel ist besser als so wenig. Dann füllen wir das hier mal eben um. Wie gesagt, ich habe ein bisschen aufgerundet, 450 Milliliter. Wenn ihr so ein Gefäß nicht habt und nicht kaufen wollt, rein theoretisch reicht auch, wenn ihr euch irgendeine Flasche nimmt oder eine Thermoskanne oder sowas und da Markierungen drauf macht, das reicht auch. Das ist halt wie beim Mofa. Das ist auch richtige Mofa-Technik. Das eben kurz ausbluten lassen, weil ich keine Geduld habe, reicht das. Deckel wieder drauf. So, hier, das ist doch mal hier Skill, oder? So läuft das. Kasten wieder im Kofferraum und gut ist das Leben. So, ich schmeiß Deckel drauf. Dann ist das so eine Eigenart von mir. Ich mische die Scheiße immer so ein bisschen. Wenn ich die Karre ein bisschen wippt, die Tankstelle ein bisschen lustig aus. Aber ich mach's trotzdem. Ich muss so ein bisschen Angst hab, dass ich am Ende hier keine Schmierrunde habe, Kolbenfresser kriege oder irgendwo an der Straße rumstehe. Ja, mir würde ich gar nicht sagen, so tankt man einen Trabant. Und ich denke mal, das kriegt ihr auch hin. Beziehungsweise, wahrscheinlich könnt ihr das eh schon. Ja, die Farbe hat gehalten auf den Felgen. Ja, drin gehauen, ne? Okay. Noch mal einer was gegen Diesel.